Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Ziele und Inhalte für den Unterricht kennen, die Herbert entwickelt hat. Herbert hat in seinem Umriss pädagogischer Vorlesungen von 1835 sowohl allgemeine Ziele als auch eine Auswahl an Inhalten für den Unterricht entwickelt. Als Ausgangspunkt seiner Pädagogik nennt Herbert die Bildsamkeit des Zöglings, die praktische Philosophie und die Psychologie. Mit der Bildsamkeit rückt der Mensch selbst in den Mittelpunkt. Erst der auf den Menschen bezogene Unterricht ist für Herbert pädagogischer Unterricht. Er schreibt, ich zitiere, was des Erwerbs und des Fortkommens wegen oder aus Liebhaberei gelernt wird, dabei kümmert man sich nicht um die Frage, ob dadurch der Mensch besser oder schlechter werde. Zitat Ende. Ziel ist also, dass der Mensch besser werde. Ein Gedanke, der notwendig auch auf die Menschheit verweist. Damit lehnt Herbert Unterricht, der sich an Erwerb und Fortkommen, also am Beruf orientiert, keineswegs ab. Die Relevanz von Lohnarbeit war Herbert klar und auch Karrierewünsche sieht er als durchaus legitim an. Diese aber zum Maßstab des Unterrichts zu machen, scheitert schon daran, dass Unterricht sich auf eine Zukunft bezieht und wir die Zukunft nicht kennen. Außerdem machen Lohnarbeit oder Karrierewünsche nicht den Zweck des Menschen aus. Und der Zweck des Menschen ist es, was Herbert beschäftigt. Lohnarbeit und Karriere dienen aus dieser Sicht dazu, dass ein Mensch sich seinem eigenen, eigentlichen Zweck widmen kann, sind aber nicht der Zweck des Menschen, sondern diesem unterzuordnen. Daher sind sie nicht Gegenstand der allgemeinen Pädagogik, um die es Herbert geht. Die allgemeine Pädagogik muss vielmehr den Menschen zum Maßstab der Erziehung und des Unterrichts machen, dem dann auch der Erwerb, das Fortkommen oder die Liebhaberei unterzuordnen sind. Die Orientierung am Menschen liefert jedoch keinen einheitlichen Maßstab, also kein einheitliches Ziel. Herbert schreibt in seiner allgemeinen Pädagogik, ich zitiere, weil menschliches Streben vielfach ist, so müssen die Sorgen der Erziehung vielfach sein. Zitat Ende. Eine aus einem Prinzip abgeleitete einheitliche Ordnung der Ziele ist daher nicht möglich, wohl aber eine ordnende Klassifikation. Herbert unterscheidet dazu die möglichen Ziele, die sich auf die Dinge richten, die die Erzogenen in der Zukunft möglicherweise tun könnten und die er als Willkür bezeichnet, und die Dinge, die notwendig sind, die er als Sittlichkeit bezeichnet. Mit der Relation zur praktischen Philosophie, das heißt der Ethik, stellt Herbert daher die Moralität des Menschen in den Mittelpunkt. Zur Moralität des Menschen gehört die Einsicht, die Herbert als Vielseitigkeit des Interesses bestimmt, und die Charakterstärke der Sittlichkeit. Er schreibt, ich zitiere, der letzte Endzweck des Unterrichts liegt zwar schon im Begriffe der Tugend, allein das nähere Ziel, welches, um den Endzweck zu erreichen, dem Unterricht insbesondere muss gesteckt werden, lässt sich durch den Ausdruck Vielseitigkeit des Interesses angeben. Zitat Ende. Um zu betonen, dass dabei keine Präferenzen für bestimmte Gebiete gesetzt werden, spezifiziert Herbert dies zur gleichschwebenden Vielseitigkeit des Interesses. Mit Interesse ist dabei eine geistige Tätigkeit gemeint, nicht nur ein auswendig gelerntes Wissen. Erst wenn es gelingt, die Bereitschaft, das Wissen zu behalten und zu erweitern, erzeugt wird, kann von einem Interesse gesprochen werden. Interesse wird von Herbert daher als etwas gedacht, was die Erzogenen selbst entwickeln müssen. Dieses Interesse bezieht Herbert dabei auf die möglichen künftigen Ziele, die sich Erzogene setzen könnte. Die andere Seite, die notwendigen Momente, sind die Ideen des Rechten und des Guten. Auch diese Ideen müssen zur Einsicht führen, nicht nur zu einem braven, angepassten Verhalten, sondern zu einer inneren Überzeugung des Charakters. Das bezeichnet Herbert als Charakterstärke der Sittlichkeit. Ziel der Erziehung und des Unterrichts ist nach Herbert also die
gleichschwebende Vielseitigkeit des Interesses und die Charakterstärke der Sittlichkeit. Herbert entwickelt vor diesem Hintergrund fünf Begriffe zur Erziehung, zur Orientierung der Erziehung: die Tugend, die Vollkommenheit, das Wohlwollen, das Recht und die Billigkeit. Mit Tugend bezeichnet Herbert die in einer Person wirklich gewordene Idee der inneren Freiheit. Die wirklich gewordene Idee der inneren Freiheit ist das eigentliche Ziel und Maßgabe jeder pädagogischen Tätigkeit. Die weiteren Erläuterungen sind diesem Gedanken untergeordnet. Vollkommenheit meint die Gesundheit des Körpers und des Geistes. Die Idee des Wohlwollens verpflichtet die Lehrenden, die Lernenden vor schädlichen Einflüssen so lange wie nötig zu schützen. Die Idee des Rechts fordert vom Lernenden, nicht zu streiten und Streit zu reflektieren. Billigkeit meint die angemessene Wahl von Strafen. Dabei unterscheidet Herbert das Interesse der Erfahrung und das Interesse der Teilnahme. Das Interesse der Erfahrung unterscheidet er in ein empirisches, ein spekulatives und ästhetisch-moralisches Interesse. Zum empirischen Interesse gehören Sachen und Begebenheiten. Zu den spekulativen Interessen gehören Zusammenhänge und Gesetzlichkeiten. Zum ästhetisch-moralischen Interesse gehört das Gute, Wahre und Schöne. Das Interesse der Teilnahme umfasst nach Herbert die sympathischen, die sozialen und die religiösen Interessen. Damit sind die Inhalte des Unterrichts klassifiziert. Diese Ordnung der Inhalte des Unterrichts ergänzt Herbert, um Erläuterungen zu fächern. Den in der allgemeinen Pädagogik formulierten Zielen werden nun also Fachdidaktiken zugeordnet. Durch den Bezug auf die Fächer ist es keine Unterordnung. Herbert behandelt den Religionsunterricht, den Geschichtsunterricht, Mathematik und Naturlehre, Geographie, Deutsch, Griechisch und Latein. Dabei gibt er jeweils eine Auswahl der Stoffe an, etwa durch die Empfehlung bestimmter Abschnitte von Platon oder Cicero oder die Forderung, dass jeder Heranwachsende, auch im Gymnasium, mit den Werkzeugen des Tischlers umgehen lernen soll. Vielseitiges Interesse fordert eben nicht nur die Förderung des Geistes, sondern auch die Förderung der Hand. Die Ziele und Inhalte der Erziehung und des Unterrichts bestimmt Herbert im Rückgriff auf seine Theorie der Bildsamkeit des Zöglings, die praktische Philosophie und die Psychologie. Wichtig ist dabei die Zukunftsorientierung, die als willkürliche und insofern nicht vorherbestimmte Entscheidung des zukünftigen Erwachsenen verstanden wird. Dieser steht die Notwendigkeit der Sittlichkeit gegenüber. Der Willkür kann nach Herbert durch das Ziel der gleichschwebenden Vielseitigkeit der Interessen, der Sittlichkeit durch das Ziel der Charakterstärke der Sittlichkeit entsprochen werden. Herberts Begriff der Teilnahme würde heute wohl mit dem Begriff der Partizipation bezeichnet. Damit sind sehr unterschiedliche Ziele verbunden, die aber eben alle die Teilnahme an der menschlichen Gemeinschaft in den Mittelpunkt rücken. Bemerkenswert ist, dass Herbert hier die demokratischen Ideen der Französischen Revolution übergeht, indem er kein politisches Interesse vorsieht. Politik wurde offenbar nicht als Aufgabe für jedermann gedacht, so wie das später Dewey in den USA, in denen die Menschenrechte schon in Kraft gesetzt und die Demokratie etabliert worden ist, entwickelt hat, sondern als Aufgabe für die herrschende Aristokratie und den herrschenden Klerus. Allerdings könnte das selbstständige Aufsuchen eines Ortes im Staat auch den der Politik beinhalten, sodass die gleichschwebende Vielseitigkeit des Interesses auch das Interesse an der Übernahme eines politischen Amtes zu beinhalten hat.